Finnland ist bisher nur so durch dieses Turnier gerauscht. Zweimal 8:1 und ein 7:0 Sieg. Doch den Dänen ist mit dem eigenen Publikum im Rücken einiges zuzutrauen. Dazu wurde das Team ja noch aufgepimpt mit zwei nachgereisten NHL-Stars. Und so überstehen sie das erste Drittel ohne Gegentor und sind sogar selbst offensiv gefährlich. Vor allen Dingen im Powerplay. Franz Nielsen lässt die Halle in Herning das erste Mal so richtig ausrasten. 1:0 für Dänemark nach 33 Minuten. Doch die Finnen sind nicht umsonst eines der stärksten Teams bisher bei dieser WM. Und sie haben den bisher wahrscheinlich stärksten Spieler, Sebastian Aho. Der NHL-Star von den Carolina Hurricanes mit seinem 5. Turniertreffer, bester Scorer dieser WM. Und Team Suomi mit dem schnellen Ausgleich nur 2 Minuten später ebenfalls in einem Powerplay. Hochklassig war das erste Drittel auch schon, doch jetzt im Mittelabschnitt gibt es die Tore. 3 Minuten noch zu spielen, die Dänen kontern. Erfolgreich! Oliver Bjorkstrand mit der erneuten Führung überlegt lange zu passen und denkt sich dann, nein, ich mache es selbst. Die Dänen kratzen an der Sensation. Körperlich, aber auch spielerisch absolut auf Augenhöhe. Sie lassen die Finnen einfach nicht in ihr Tempo kommen, verteidigen mit allem, was sie haben. Doch 4 Minuten vor Ende wird der finnische Druck dann zu groß. Mikael Granlund, der Kapitän mit seinem 2. Turniertreffer, auch im Glück, dass dieser Schlüssellochpass da durchkommt. Millimeterarbeit. Doch die Dänen fallen nicht um. Sie bekommen noch ein Powerplay und wissen das zu nutzen. Niklas Hartz mit einem historischen Tor. Dem 3:2 Siegtreffer der Dänen gegen die große Eishockeynation Finnland. Was so eine Heim-WM alles auslösen kann, das weiß ja auch die deutsche Mannschaft. Für die ist dieser erneute Sieg des Gastgebers natürlich denkbar schlecht. Dänemark ist das egal. Herning feiert die ganze Nacht diesen Sieg und das nun noch wahrscheinlichere Viertelfinale.